der Tür da treten, dann sprechen sie Urteile im Namen des Volkes. Wie wir hier gesehen haben, entspricht das natürlich dann nicht immer der Mehrheit, der Meinung der Mehrheit. Sie müssen auch Minderheiten schützen. Wie passt das zusammen, im Namen des Volkes zu urteilen und Minderheiten zu schützen? Grundlage unserer Entscheidung ist das Grundgesetz, unsere Verfassung. Und da können wir nicht fragen, ob das, was die Verfassung in dem konkreten Fall vorschreibt, nun gerade dem Zeitgeist der Mehrheit entspricht oder nicht, sondern wir fühlen uns nur der Verfassung verpflichtet. Und das kommt auch zu Entscheidungen, die teilweise von den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Lande und teilweise aber auch von der Politik nicht ohne weiteres verstanden werden oder sie werden verstanden, aber nicht so geschätzt. Man wünscht sich eine andere Entscheidung. Das müssen wir akzeptieren. Wir müssen auch mit Kritik leben. Aber wir können unsere Entscheidung nicht danach ausrichten, denn die Bürgerinnen und Bürger und auch die Politik vertraut, dass wir uns nur von dem Grundgesetz leiten lassen. Nicht von Umfragen, nicht von Feuilletons und politischen Journalisten, nicht von klugen wissenschaftlichen Aufsätzen, sondern dass wir hier gemeinsam im Senat eine verfassungsgemäße Lösung erarbeiten. Ein weiteres Beispiel könnte aus meiner Sicht das aktuelle